10 Tiere, die Haie jagen. Das Wort Hai allein reicht, um Schwimmern Angst einzujagen. Sie sind die Spitze der Nahrungskette. Und mit 3000 Zähnen ist es kein Wunder, dass sie als Tötungsmaschinen bezeichnet werden. Aber wusstest du, dass es Tiere gibt, die Haie jagen? Ja, der Spitzenprädator ist nicht so tödlich, wie man vielleicht denkt. Hier sind 10 Tiere, die Jagd auf Haie machen. Bleib dran und lerne mit der Nummer 1 die Nemesis des Hais kennen. A horrifically dangerous species. Its toxin is so potent. Nummer 10. Würfelqualle. Spiele nie mit einer Würfelqualle. Sie trägt ihr Gift in ihren mit Nesselkapseln besetzten Tentakeln, Nematozysten genannt. Das Gift kann einen Menschen oder ein Tier lähmen, einen Herzstillstand verursachen und sogar binnen Minuten töten. So ist es nicht verwunderlich, dass sie sich gegen Haie behaupten kann. Ohne zu zögern greift sie einen Hai an. Ihr Gift kann einen großen Hai schwer verletzen. Zudem tut ein Hai gut daran, sich nicht mit diesen Tieren anzulegen, denn die Qualle hat mehrere gut entwickelte Augen, die jede seiner Bewegungen überwachen. Sie kann außerdem blitzschnell zuschlagen, sodass der Hai gar nicht merkt, was ihn getroffen hat. Während ein weißer Hai durch eine Würfelqualle ernsthaft verletzt werden könnte, könnte ein kleinerer Hai leicht sterben. Nummer 9. Grizzlybären. Grizzlybären lieben Fisch und hätten sie die Möglichkeit, Haie zu fressen, würden sie das sicher tun. Wissenschaftler vermuten, dass ein Hai keine Chance gegen einen Grizzlybären hätte. Ein Hai hat es nicht nötig, gegen Fische im Meer zu kämpfen. Daher fehlen ihm Übung, Geschicklichkeit und Ausdauer. Wegen seiner fehlenden Kampferfahrung würde er gegen einen Grizzly verlieren. Ganz zu schweigen davon, dass ein Grizzly kräftige Pranken und Krallen hat, mit denen er die Haut des Hais mit Leichtigkeit zerreißen würde. Das Skelett des Hais wäre jedoch kräftig genug, dem Ansturm eines Grizzlys standzuhalten. Würde ein Grizzly sein Jagdgebiet in Ozeane verlegen, müsste der Hai sehr vorsichtig sein, denn vergessen wir nicht, dass der Grizzly nicht nur Klauen hat, er hat auch ein großes Maul mit wirklich starken Kiefern. Nummer 8. Cephalopoden oder Riesenkalmare. Meeresforscher fanden heraus, dass es Kraken gibt, die Haie töten können, die etwa genauso groß sind. Vor allem der Riesenkalmar ist in der Lage, schwache, kranke Haie zu erbeuten. Die monströse Kreatur stellt die Meeresbiologen immer noch vor ein Rätsel. Der größte entdeckte Riesenkalmar war 13 Meter lang und wog eine Tonne. Stell dir vor, was er mit einem Hai anstellen könnte. Bis zu seiner Entdeckung dachten wir alle, der Blauwal sei das größte Meerestier. Aber der Riesenkalmar kann ihm in puncto Größe durchaus Paroli bieten. Er kann vielleicht keinen weißen Hai töten, aber kleinere Haie sind chancenlos gegen den Riesenkalmar, dessen Mantel allein zwischen 2 und 4 Metern misst. Nummer 7. Seelöwen. Wer hätte gedacht, dass die Leibspeise des weißen Haies kleinere Haie jagt? Ein Seelöwe mag fett und schwerfällig aussehen, aber im Wasser ist er flink und agil wie Mike Tyson im Ring. Sie schwimmen bis zu 32 km/h schnell. Dafür benutzen sie ihre langen Vorderflossen, während ihre Hinterflossen steuern. Sie tauchen bis zu 300 Meter tief. Und obwohl sie normalerweise keine Haie jagen, würden sie beim Anblick eines Haibratens nicht zögern. Außerdem nutzt ein großer südamerikanischer Seelöwe seine 195 Kilogramm Gewicht, um einen Hai zu erschlagen. In einer seltenen Szene in den Gewässern vor Kapstadt wurden Seelöwen beim Jagen und Töten kleinerer Haie beobachtet. Forscher fanden heraus, dass sie mit Vorliebe die Innereien der Blauhaie fressen, was beweist, dass manchmal der Jäger auch zum Gejagten wird. Nummer 6. Neunaugen. Unterschätze das Neunauge nicht. Dieser große parasitäre Fleischfresser kann sich in das Fleisch eines Hais bohren und ihm das Blut aussaugen. Neunaugen sind kiefer- und zahnlose Fische. Sie haben ein trichterförmiges Maul, mit dem sie sich an ihrer Beute festhalten. Es gibt 38 Neunaugenarten, aber der parasitische Fleischfresser ist die bekannteste.
Erwachsene Neunaugen sehen aus wie riesige Aale mit schuppenlosen, langen Körpern, großen Augen, 7 Kiemen an jeder Kopfseite und einem Nasenloch. Diese Beschreibung reicht, um das Bild eines Monsters heraufzubeschwören. Vielleicht war es ein Neunauge, das alte Fischer für den gefürchteten Kraken hielten. Bei dieser Beschreibung spricht nichts dagegen, dass ein Neunauge Haie angreift, indem es sich an ihre Körper heftet, an Haut und Fleisch nagt und beginnt, das Opfer auszusaugen. Das Opfer stirbt anschließend an Blutverlust und Infektion. Eine furchtbare Art zu sterben, also halte dich von Neunaugen fern. Nummer 5. Salzwasserkrokodil. Krokodile und Alligatoren können riesig werden. Besonders Salzwasserkrokodile und Nilkrokodile würden wegen ihrer Größe nicht zögern, Haie zu jagen. Das Salzwasserkrokodil ist das größte Reptil der Erde und wird bis zu 7 Meter lang und wiegt knapp 1 Tonne. Es lebt in Flussmündungen und Mangrovenwäldern. Ein Glück für den Hai, dass er im Meer lebt. Denn bei einem Aufeinandertreffen würde das Krokodil kurzen Prozess mit ihm machen. Ein weißer Hai ist im Wasser wendiger als ein Krokodil, aber ein Krokodil hat eine ultimative Waffe, die Todesrolle. Hat es seinen biegsamen Körper einmal um einen Hai gelegt, ist er chancenlos. Mit einer Bisskraft von 3700 PSI, die ausreicht, um ein Nilpferd zu 2 teilen, würde es einen weißen Hai wie Butter zerkauen. In Australien wurden schon Krokodile gesehen, die in der Brandung Jagd auf Bullenhaie machten, die gegen die schuppigen Raubtiere keine Chance hatten. Nummer 4. Pottwal. Wale sind friedvolle Riesen, die glücklich sind, wenn sie Krill fressen. Nicht jedoch der Pottwal. Als größte Zahnwalart ist er auch der größte Fleischfresser im Ozean. Sie zögern nicht, einen Hai zu fressen. So wurden tatsächlich Bullenhaie in Mägen toter Exemplare gefunden. Der erwachsene männliche Pottwal wird bis zu 20 Meter lang und 40 Tonnen schwer. Auf ihrer Nahrungssuche tauchen sie bis zu 2 Kilometer tief und verbringen mindestens 1 Stunde dort. Pottwale erbeuten alle Arten von Meereslebewesen und schrecken auch nicht vor Riesenkalmaren zurück. Da ist der Hai offensichtlich eine kleine Beute für ihn. Nun haben Wale in der Regel kleine Kehlen und sind nicht in der Lage, einen Hai zu verschlucken. Aber nicht der Pottwal, der beim Fressen von Megamouth-Haien und weißen Haien beobachtet wurde. In Neuseeland jagen Kaikoura-Pottwale gelegentlich Mako-Haie. Und eine 1980 veröffentlichte Studie belegte, dass mehrere große Haie in den Mägen von Pottwalen gefunden wurden, einschließlich eines 2,5 Meter langen Riesenhais. Nummer 3. Weißer Hai. Als Spitzenprädator des Ozeans kann man auch gelegentlich seinen Artgenossen verschlingen. Ein weißer Hai ist furchterregend und wenn du Filme wie Der weiße Hai kennst, weißt du, wovon ich rede. Auch kleinere Haie sind schon erschreckend, jedoch nicht für einen weißen Hai. Für ihn ist es sein Abendessen. Weiße Haie greifen sich sogar gegenseitig an. Ein großer weißer Hai ist wie ein riesiger Wal gebaut und wird bis zu 6 Meter lang und 2300 Kilogramm schwer. Mit einer Schwimmgeschwindigkeit von beinahe 26 km/h ist er ein Meister in seiner Umgebung und obwohl seine übliche Beute Delfine, Robben und andere Meerestiere sind, zögert er nicht, kleinere Haie anzugreifen. Der weiße Hai kann außerdem bis 1200 Metern tief tauchen. Wenn ihm ein Hai auf Nahrungssuche in die Quere kommt, wird er ihn töten. Nummer 2. Nilpferd. Nilpferde sind nicht so friedlich, wie du sie aus einem Zoo kennst. In Wirklichkeit sind sie sehr aggressiv. Zum Glück für den Hai halten sich Flusspferde in Flüssen und nicht im Meer auf. Flusspferde sind Experten im Kampf im flachen Wasser und obwohl sie groß und nicht sehr agil wirken, sind es ihre monströsen Mäuler und Kiefer, auf die man aufpassen muss. Erstaunlich ist, dass das Flusspferd ein Pflanzenfresser ist, aber das hält sie nicht davon ab, andere Arten anzugreifen. Ein Hippo hat eine Bisskraft von 1800 PSI. Es kann seinen Kiefer um 180 Grad öffnen und seine Hauer sind etwa 60 cm lang. Mit einer solchen Kraft könnte es mit einem Hai kurzen Prozess machen und ihn mühelos wie Knete zerkleinern. Nummer 1. Orcas. Wenn es eine Kreatur gibt, vor der ein weißer Hai Angst hat, dann ist es der Killerwal oder Orca.
Orcas haben Haie zum Fressen gern. Sie gehören zwar zur Familie der Delfine, aber mehr hat er mit ihnen nicht gemein. Die Spitzenräuber des Ozeans lieben es, sich an Robben zu laben und jagen auch Haie. Orcas könnten einen Blauwal besiegen. Ein typisches Männchen wiegt etwa 5400 Kilogramm und hat eine Beißkraft von 19.000 PSI. Vergleicht man das mit einem weißen Hai, der eine Bisskraft von 4000 PSI hat, lässt sich sicher sagen, dass der weiße Hai keine Chance hat. Und wenn es ein kleinerer Hai ist? Nun, das wäre ein Snack für den Orca. Bist du immer noch der Meinung, der Hai ist das am meisten gefürchtete Tier? Ich bin sicher, nach dieser Liste siehst du das anders, oder? Sag uns, welches dieser Tiere am ehesten einen Hai jagen und kurzen Prozess machen wird. Hinterlass uns einen Kommentar und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren.